Heute habe ich ein weiteres Lasagne-Rezept für euch, diesmal ganz klassisch mit einer Bechamel-Soße. Es geht jetzt auch sofort los mit der Zubereitung. Die ganzen Zutaten sowie die Mengenangaben findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. Für die Hackfleischsoße das Öl in eine Pfanne geben und auf höchster Stufe erhitzen. Die kleingewürfelte Zwiebel, Möhre und Knoblauchzehe in die Pfanne geben und sehr gut anbraten. Anschließend das Hackfleisch hinzufügen und krümelig anbraten und dieser Vorgang kann gute 6 Minuten dauern. Nun das Tomatenmark dazugeben und weiterhin braten, dann die passierten Tomaten ebenfalls in die Pfanne geben und sehr gut verrühren. Zu guter Letzt das Wasser, die Gewürze und Petersilie untermischen, den Deckel aufsetzen und die Soße für gute 5 Minuten köcheln lassen. Weiter geht's jetzt mit der Bechamelsoße. Dafür das Öl, Butter und Mehl in einem Topf auf höchster Stufe anschwitzen, anschließend mit Wasser und Milch ablöschen und sehr gut verrühren, bis eine dickflüssigere Konsistenz erreicht wird und die Zutaten sich quasi gut verbunden haben. Die Soße bereite ich gerne mit Wasser und Milch zu, ihr könnt hierbei aber auch nur Milch verwenden. Die Soße nun mit etwas Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken, köcheln lassen und dann ist die Soße auch schon fertig und bereit. Und dann geht es auch schon weiter mit dem Schichten von der Lasagne. Das Rezept ist für eine klassische große Auflaufform oder für zwei kleinere gedacht. Ich mache die Lasagne heute in zwei kleineren. Dafür in die Auflaufform etwas von der Hackfleischsoße hineingeben. Dann Lasagneblätter darüber geben, anschließend wieder etwas von der Hackfleischsoße und von der Bechamelsoße. In dieser Reihenfolge die Zutaten weiterhin schichten, bis alles aufgebraucht ist. Je nach Größe der Form braucht man eventuell weniger oder mehr Lasagneblätter. Die letzte Schicht sollte auf jeden Fall aus der Hackfleischsoße und Bechamelsoße bestehen. Darüber kommt jetzt Reibekäse drauf, das heißt auf die Bechamelsoße Reibekäse draufstreuen. Ich verwende gerne geriebene Mozzarella. Und dann wird die Lasagne im vorgeheizten Backofen bei 220 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 30 Minuten ausgebacken. Und bevor man die Lasagne serviert, unbedingt einige Minuten ruhen lassen und dann erst anschneiden. Ich hoffe, euch hat das Video sowie das Rezept gefallen. Die genauen Mengenangaben zum Rezept findet ihr wie gesagt unten in der Infobox. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachkochen. Lasst es euch schon mal schmecken. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dann!